immer einen Kaffee, etwas trinken und schnell den Stuhl kaufen, wo man gerade drauf hockt, das ist ab sofort möglich. Das Migros eröffnet nämlich das Wochenende das Vintage Bistro. Gegründet hat das ein Duo mit einer Leidenschaft für antike Möbel und Geräte. Der Pablo Pixeres hat Inhaber bei den letzten Vorbereitungen getroffen. Nina Calderari und Nicola Gago sind fast fertig mit dem Einrichten von ihrem Kaffee. In rund 24 Stunden öffnen sich nämlich die Türen von ihrem Laden. 115, nervös, aufgeregt, vorfreudig. Aber meistens ist natürlich Vorfreude da. Und jetzt noch schnell die letzten paar Sachen erledigen. Und dann sind wir bereit für morgen. Schallplatten, Dekorationsschilder, Scheinwerfer. Die meisten Schätze im Vintage-Bistro kann man auch steigern. Das Paar verkauft seit mehreren Jahren mit viel Leidenschaft ihre Vintage-Objekte. Also ich glaube, ja, das ist schon ein bisschen von meinen Eltern. Ich war früher viel auf Flohmärkten unterwegs mit meinen Eltern. Und es hat mir immer sehr, sehr Spass gemacht. Und zwischendurch habe ich auch etwas gefunden, und ich dann sehr lange Freude daran hatte. Und das ist eigentlich die Faszination von diesen alten Sachen, das ist eigentlich bis heute geblieben. Und ja, das macht mir einfach immer noch Spass. Wir sind seit Jahren eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Wir sind auf Brokkoten, Flohmärkten in Deutschland, Frankreich, überall. Wir haben einen super coolen Vorwegbus, den wir immer vollladen mit Zeug aus aller Welt, die uns gefällt. Und bringen das nachher daher. Die beiden besitzen das Lokal seit 2,5 Jahren. Um eine grössere Kundschaft anzulocken, haben sie sich entschieden, zusätzlich ein Bistro zu richten. Man kann also ein Kaffee vor trinken und gleichzeitig ein altes Videospiel spielen. Zusätzlich möchten wir eine Plattform bieten für Künstler, Bierbrauer, Tüftler, Musiker und so weiter, was die wirklich bei uns unentgeltlich unsere Plattform können nutzen können, um sich zu präsentieren. Die Eröffnung des Vintage Bistro findet am Samstag ab Mittag statt.